Na, geht's euch auch so? Draußen ist Sommer und ihr schwitzt euch tot. Alles, was ihr jetzt braucht, ist eine Abkühlung. Na Mensch, heute im Nerdranking gibt's passenderweise die 10 kühlsten Spiele, damit wenigstens die Temperatur eurer Gedanken ein bisschen sinkt. Ihr habt doch sicher eh alle damit gerechnet, dass hier mindestens ein Sportspiel drin vorkommt, also nehme ich doch direkt mal das beste Snowboard-Game, das je entwickelt wurde. Wer braucht schon 1080 Snowboarding oder Shaun White Snowboarding? Ja, okay, Steep von Ubisoft sah auch ganz fancy aus mit seinen epischen Kameraeinstellungen, aber Leute, glaubt mir, wenn ich euch sage, Snowboard Kids für den guten alten N64 ist das Spiel, das ihr wirklich zocken wollt. Nintendo-typisch ist das Ganze etwas kinder- und familienfreundlicher aufgesetzt, aber lasst euch davon nicht täuschen, ihr spielt hier quasi Mario Kart auf Brettern im Schnee. Also Racing-Action inklusive Items und dem guten Gefühl, seine Freunde auf brutalste Art und Weise zu dominieren. Passend zum Sommer, Ende April erst erschienen, Frostpunk. Ach ja, im Winter ist alles immer so schön friedlich und ruhig. Weil keiner mehr am Leben ist, die sind nämlich alle elendig erfroren. Zumindest, wenn ihr euch in Frostpunk nicht ordentlich anstrengt. In diesem Steampunk-Strategiespiel geht's nämlich ums nackte Überleben. Ihr müsst versuchen, eure Stadt warm und satt zu halten, damit verbunden natürlich das übliche Micromanagement und die richtig wichtigen Entscheidungen. Wie haltet ihr die Leute jetzt bei Laune? Versucht ihr es mit Religion oder seid ihr doch eher der knallharte Diktatorentyp? Was macht ihr, wenn euer Heizreaktor ausfällt und alle zu erfrieren drohen? Spätestens jetzt solltet ihr nochmal drüber nachdenken, ob ihr doch nicht cool damit seid, dass ihr im Sommer vor euch hinschmelzt. Cool damit sein. Was waren wir damals alle aufgeregt, als wir die ersten Bilder zum neuen Tom Clancy Meisterwerk The Division gesehen haben? Und was haben wir es alle gespielt und gestreamt und Spaß gehabt? Ja gut, irgendwann haben wir auch gefühlt alle wieder aufgehört, obwohl das Spiel ja immer noch eine sehr treue Fanbase hat, aber darum geht's jetzt nicht, sondern um das wunderbare Setting. New York im Winter, gerade um die Weihnachtszeit, ist angeblich eine der schönsten Städte der Welt. New York im Winter, kurz nachdem zum Black Friday der Supervirus schlechthin freigelassen wurde und die Stadt relativ schnell vor sich hingestorben ist, eher nicht. Aber auch dieses Gewand steht der Stadt, die niemals schläft, irgendwie ganz gut. Diese kalten und vor allem menschenleeren Straßen wirken bedrohlich und werden nur noch beängstigender, wenn man plötzlich auf eine Gruppe von Cleaners trifft. Obwohl, dann wird einem ja wenigstens schön warm. Wir bleiben gleich mal in New York und schön winterlich und düster bleibt es auch, aber auf eine andere Art und Weise. In Fahrenheit oder wie es die Amis kennen, Indigo Prophecy, verfolgen wir Lucas Kane. Der Dude wacht plötzlich auf und, ja, was ist das denn? Liegt da etwa eine Leiche direkt vor dir? Lucas, hast du schon wieder auf irgendwelche Leute eingestochen? Carl, das tötet Leute! Aber der gute Lucas kann sich nicht daran erinnern, das getan zu haben. Während er also vor der Polizei wegrennt, deckt er die Machenschaften dunkler Mächte auf. Mehr sollte ich hier allerdings nicht erzählen, ich will ja niemanden spoilern, der diesen interaktiven Film noch nicht gespielt guckt hat. New York im Winter. Da passt hier aber auch wieder perfekt zur düsteren Stimmung. Ach ja, South Park, Colorado, was für eine friedliche Kleinstadt inmitten der USA. Ob wir in The Stick of Truth wirklich Winter haben, weiß man nicht, aber es liegt Schnee und das reicht mir als Abkühlung. Die Ruhe und der Frieden, die die weißen Flächen ausstrahlen, sind zwar das exakte Gegenteil von dem, was im Spiel passiert, aber bei so einer kontroversen Sendung wie South Park finde ich genau das als Stilmittel schon wieder total großartig. Während man andere Kinder, Penner und einen riesigen Nazi-Zombie-Fötus mit Hilfe seiner Support-Charaktere wie Mr. Slave verprügelt, kann man sich immer wieder an der wunderschönen Landschaft der Stadt erfreuen. Das im Wechsel mit einer völlig abstrusen Story macht das Ganze so genial. Europa, das Jahr 1047, das Ende aller Tage nähert sich und jetzt zum Wetter. Es liegt Schnee. Und damit herzlich willkommen bei Castlevania Lords of Shadow. Während wir uns als Gabriel Belmont auf den Weg machen, um den Fürsten des Schattens aus dem Leben zu nehmen und gleichzeitig unsere geliebte Marie in selbiges zurückzuführen, schnetzeln wir uns innerhalb der düsteren Gemäuer vergangener Tage durch Monsterhorden. Und als ob das nicht alles schon trist genug wäre, nein, das Wetter spielt auch schön mit und lässt sämtliche alten Fassaden mit einer schönen Schneedecke gleich noch eine Ecke gruseliger aussehen. Hier ist nichts mit schönem Sommerduft und Vogelgezwitscher, hier gibt's nur den Geruch von Tod und Verderben und die qualvollen Schreie der im Limbo gefangenen Seelen. Die wohl größte Winterwunderwelt in diesem Ranking bietet einem die Elder Scrolls 5 oder, wie die coolen Kids sagen, Skyrim. In der Provinz Himmelrand gibt's eine ganze Menge zu sehen und umso mehr zu erkunden. Ihr habt im Spiel die Wahl, was ihr Schönes erleben wollt. Geht ihr umher und schlachtet alles, was euch über den Weg läuft, ab, um euch für den Kampf mit Alduin, dem Weltenfresser, vorzubereiten? Mischt ihr euch in die politischen Konflikte der Provinz ein? Stehlt ihr alles, was nicht festgenagelt ist, oder probiert ihr einfach nur durch die immer gleichen Aktionen bestimmte Fähigkeit aufs Maximum zu leveln? Egal, wofür ihr euch entscheidet, wenn euch mal alles zu viel wird, wandert einfach mal durch die wunderschöne Welt von Skyrim, atmet tief ein und aus und schon ist alles wieder gut. Im Hauptspiel nimmt die Winterpassage leider nur einen insgesamt kleinen Teil ein, also kommt einfach das wirklich zu empfehlende DLC Left Behind zum wirklich zu empfehlenden The Last of Us ins Ranking. Hier spielt man Ellie in dem Zeitraum, der im richtigen Spiel leider einfach geskippt wurde. Während Joe also mehr oder weniger unnütz rumliegt, müssen wir uns auf den Weg machen, um Zeug zu suchen, das ihm und uns beim Überleben hilft. Und auch hier wird die Stimmung wieder unglaublich schön durch die Jahreszeit verstärkt. Ressourcenknappheit wurde noch nie so groß geschrieben, Ellie muss nun ganz alleine dieser weiten Welt für zwei Leute sorgen und dabei über sich selbst hinauswachsen. Und genau diese Erfahrungen führen nicht zuletzt zu einer Entwicklung ihres Charakters, die so eventuell nicht vorherzusehen war.
Wenn es um Ressourcenknappheit geht, dann ist die Lost Planet-Reihe ganz vorne mit dabei. Ich versuche das jetzt hier mal so simpel wie es geht zusammenzufassen. Ihr befindet euch auf einem Eisplaneten, hier gibt's so gut wie nichts mehr. Wenn ihr nicht aufpasst, erfriert ihr. Wenn ihr nicht erfrieren solltet, besteht eine große Chance, dass ihr von irgendwelchen Viechern getötet oder gefressen werdet. Also bewaffnet ihr euch an die Zähne und mit dem bisschen, was die Menschheit noch entbehren kann, geht's auf, Mutantentierchen zerstückeln. Und das war's. Die Beschreibung von jedem einzelnen Lost Planet macht aber besonders im Koop immer wieder Spaß und so ein Eisplanet ist halt einfach ein cooles Setting. Haha, noch so ein cooler Witz. Wenn hier ein Spiel auf der Liste aber so richtig, richtig geile Stimmung macht, dann Until Dawn. Da hat Supermassive Games wirklich eine Horrorperle auf den Markt gebracht und ich muss einfach weiter loben und sagen, das ist die perfekte Kombi aus Spiel und Teenie-Horrorfilm. Und einer der Aspekte, der das Spiel so großartig macht, ist natürlich wieder das Setting. Einsame Hütte mit angrenzenden Minenschächten und verlassener Anstalt, geht's denn noch besser? Ja, das Ganze findet nämlich auf einem verschneiten Berg statt. Wie auch schon bei South Park haben wir hier wieder den wunderschönen Kontrast zwischen friedlichem, schneebedecktem Bergwald bei Nacht und, naja, Teenie-Gemetzel. Da haben sich unsere Protagonisten wohl den falschen Ort zum Chillen ausgesucht. Chillen wegen, naja, weil es halt kalt ist und, ja okay, ich höre schon auf. Hoffentlich ist euch jetzt ein bisschen kühler. Wenn ihr noch ein Spiel kennt, was ein geiles Winter- oder Schneesetting hat, ab damit in die Kommentare. Wenn ihr noch Bock oder Zeit habt, dann ab mit euch in die anderen Videos. Die gibt's hier oben auf dem i oder in der Endcard. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.